Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Immer noch im Hausmädchen-Outfit. Ja, warum nicht? Ja, wir waren gerade dabei, hier die Shops aufzuballern. Und ich gehe jetzt erstmal zum Lebensmittelhändler. Und baller hier. Ui, 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 ui. Bisschen den Lebensmittelhändler auf. Ja, geil. Ich mache jetzt erstmal alles auf Level 30. Weil ich es kann. Yeah. Dann müssen wir zurück nach Drizelle. Zu Drizelle. Also die Frau Drizelle. Ihr wisst schon. Und da geben wir unsere Quest ab. Wow. Da sieht man mal, dieser Besuch hat sich gelohnt zu dieser einen. Zu diesem einen Ort neben Nyakera. Jetzt haben wir schon voll die geilen Sachen zum Aufleveln. Schön. Schmankerl. So, ein paar Dinger kann ich noch. Ja, komplett kommt alles auf den gleichen Stand. Kommt schon hier noch irgendwie was. Verdammt. Ja, verdammt. Jawohl. Gut so. Na gut, dann malen wir hier den Waffenshop auf. Schaffen wir nicht mehr, schade. Und ja. Wir haben eine Orangensuppe, eine kleine. Wird ja wohl reichen. So. Mit Tengu-Maske haben wir. Hier. Ja, wusste ich doch. So eine mit einer langen Nase, habe ich so gewusst. So, dann gehen wir mal ihre am schwarzen Federn ab. Dazu nicht, dass wir direkt schon wieder was bekommen. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 161. Nein, ich gebe das noch nicht für etwas aus. Wir haben jetzt 10.000. Cool. Cool. Mein Gott. Wieso kann... Was ist eigentlich... Was ist du eigentlich? Ach, bei dir muss ich die Orangensuppe abgeben, ich Idiot. Ja, ihr Kleiner, das reicht schon. Vielen Dank, Ron. Jetzt kann ich für eure Fürstin Drizelle Orangensuppe zubereiten. Ich habe gerne geholfen. Allerdings fürchte ich, dass sie nicht so schmecken wird wie die Suppe von Fürst Klein. Das muss sie auch nicht. Fürstin Drizelle! Allein die Tatsache, dass ihr sie aus Sorge um mich gemacht hat, ist schon das beste Gewürz, das ich mir vorstellen kann. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich verspreche, ich werde mit Mühe geben und die beste Suppe kochen, die ich machen kann. Kann ich dabei helfen? Klein hat sie sehr häufig gemacht, nicht wahr? Ich möchte die gleichen Dinge tun, die er getan hat. Sehr gern. Wunderbar. Kochen ist eine gute Art, um jemanden aufzuheitern. Es ist eine gute Übung, falls ihr einmal heiraten solltet. Rowan, ihr wisst, dass ich doch nicht zum Heiraten bereit bin. Entschuldige mich, ich war wohl etwas zu vorschnell. Objektsphäre plus. Wieso kriege ich denn jetzt kein Geld mehr von den Quests? Oh, ich brauche Geld. Geld, dickes Geld. So, kaufen wir uns neue Waffen. Ich glaube, Mila braucht noch seit langem eine neue Waffe. Hier. Buchbrecher. Ja. Ja, komm. So, wer hat noch nicht auf dem neuesten Stand Waffen? Vor allem, ich kann mir nichts leisten. Ich kann mir nichts leisten. Für eine schwächere Waffe, nur um später. Ach ja, noch aktuelle. Die haben alle eigentlich noch aktuelle. Nur nicht ganz aktuelle. Ah, Mist. So, was mache ich denn jetzt noch? Machen wir weiter mit der
Oder haben wir noch irgendwas? Okay, das habe ich noch nicht. Na gut, dann weiter in der Story. Womit's mal denn hin? Zum Seehafen. Wir haben mal wieder alles Nebensächliche erledigt. Warum denn auch nicht? So, südwestlicher Bereich. So, kommen jetzt endlich mal wieder ein paar Kämpfe. Hallo. Ich töte euch. Verdammt. Na gut. Sorry, wir kommen. Okay, wieso kann ich jetzt Dämonenchaos einsetzen? Das konnte ich irgendwie die ganze Zeit nicht. Welche Level seid ihr überhaupt? 20, ach, was wollt ihr denn? Weil diese fliegt einfach was Schlachtfeld. Zack, 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 zack. Seit wann kannst du denn das? Seit wann kann er so in der Luft kämpfen? Ich hab's sonst immer probiert. Oh, wir kriegen viel Gold. Gold. Bäh. Ich hätte mir eigentlich noch ein paar Gerichte kaufen können. Ja, je nachdem. Gerne? So, jetzt hole ich für die ganzen Kämpfe, die wir verpasst haben, ein bisschen auf. Zack. Dämonenchaos. Zack, 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 zack. Kann man den Butler anzugang, kann er in der Luft kämpfen. Aber nicht so wie Leia. Zack, zack, zack. Verdammt, aua. Verdammt, das klappt einfach nicht. Verdammt. Verdammt. Boah, guckt euch an, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Lohnt sich ja richtig, würde ich schon sagen. Aber nur fast. Ein bisschen. Okay. Also das wäre extra für diese... Oh, geil. Für diese Zentimeter immer noch hier noch reinlaufen müssen, ne? Hätte man nicht einfach durchgehen können, so. Wenn wir noch diese paar Schritte nach vorne gehen müssen. Ist ja nicht so, als würden wir irgendwas verpassen. Falls ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir hier noch? Rahmschwarze Federn, geil. Hey. Sieht aus wie ein Stinktier. Nur mit Nadel. Okay. Aua, aua. Zack. Aua, was? Stimmt, seid ihr wieder voll anfällig gegen Wasser. Da habe ich noch gar keine... Wir reden nicht über unsere Eltern, Jude. So, zack. Aua. Geh weg. Und zack. Verdammt. Eigentlich dauern die Kämpfe ja nicht lange. Wieso lasse ich die überhaupt aus? Und ich hatte kein Rezept an. Kein Gericht, meine ich. Ich sag immer Rezept. So, drei Kämpfe nur. Bleah. When I see a sunset like this, I can't help but think of home. Aha, du wohnst also irgendwo in der Sonne? Verbindungssiegel. Die Aspirix. Give it to us straight, Doc. How's Mila doing? I understand this Aspirixis device is quite advanced, but I can't imagine it could have healed such a grievous wound in so little time. When I first applied the Aspirixis,
It caused such intense pain that she passed out. But now that she's more used to it, she can tolerate it, as long as she doesn't exert herself. Doesn't sound like she's ready for any kind of battle. Sorry, I shouldn't give you such a hard time. It's not like Mila would let a little pain slow her down, right? Thank you for the explanation. We'll take the lead for a while and give Mila time to rest. As long as I'm on the battlefield, I'm sure we'll get by. Thanks, guys. Ja, sobald der Titan kämpft, ist ja kein Problem. Du hast zwar nur immer TP-Mangel, aber naja. Und ich traue dir nicht. Ah, verdammt. Zum Glück hat aber Elise jetzt mal genügend TP. Ich schaue da wohl jetzt wirklich nicht mehr. Nein, ihr seid resistent. Was? Und so setze ich ihn das an ein. Boah. So, jetzt gibt den Mondchaos auf einmal. Ging die ganze Zeit nicht. Ich schwöre. Wo hab ich das jetzt? Na bad, ne? Was haben wir denn da für Dinger? Was haben wir denn für Effekte? Egal. Wo war ich? Da war ich noch nicht. Hallo. Am schwarzen Fehler. Boah. Geh weg. Komm her. Wenn du kämpfen willst, dann sag das doch. Zack. 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 Dämonenkauf. Falsch. Wo setze ich denn ein? Ja, ne. Nix da, aua. Boah, ich muss deine TP wieder aufbauen. Was war die TP-Mangel hier? Elvin, kommt da. Ich werde nur, wie kloppt hier deine Technik ein. Na, da. Warum entschuldigst du dich immer? Wir wollen doch die Gegner töten. Weil langsam ist der Geldeinkommen geregelt. Oh geil. Das hier immer von einem Ende zum anderen rennen, ne? Ist eigentlich voll dämlich. These tight, dark spaces always get me a little spooked. Ach. Ist er nur ein ganz ruhiger kleiner Raum, der dunkel ist, mit Truhen drin, die was weiß ich wer da irgendwann mal abgelegt hat. I can't help but think of dinner. Are we eating soon? Wir haben noch gerade erst gegessen. Mein Gott, frisst ihr denn alle so viel? Oh, das ist der Truhen. Von Camouflage bedeckt. Mein Gott, sind die alle verfressen. Okay, Elise ist ja noch im Wachstum und Jude braucht wahrscheinlich hier Nahrung als Professor Doktor, aber naja. Noch mehr Riesenmuscheln. Ja, schon gleich wieder hier Shops aufleveln. So, hier war nichts mehr, ne? Ne? Okay. Komm, einen Kampf schaffe ich noch. Bevor wir ins nächste Gebiet kommen. Hätte ich wahrscheinlich den Gegner hinten nehmen sollen. Zack. Boah. So, kommt her. Licht und Dunkelheit vereint. Geil. Schön. So, werde ich wahrscheinlich schon wieder offscreen hier zum Shop gehen und mir neue Rezepte holen. Oder auch nicht. Ja, das wäre schon mal laufen. Na gut, ich würde aber sagen, das war's dann wieder mit diesem Part und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.